Ich habe mir überlegt, dass ich diese rote Mütze, die ich mal gestrickt habe vor ein paar Jahren und die ich eigentlich meinem Enkel geschenkt habe und der hat sie auch aufgehabt und sieht hinreißend aus, aber dass ich, wenn sie genug gewürdigt werden würde, dass sie von mir handgestrickt ist, dann würde ich sie für die Zeltschule versteigern. Ein einziges Sehen und gesehen werden. Elsa wollte unbedingt, dass ich mit ihr zu den heißen Schwefelquellen am Kochbrunnen fahre. Dazu gibt es noch was anderes. Und zwar müsste man natürlich die rote Mütze dann aufsetzen. Nämlich zwei Karten in der Komödie im Bayerischen Hof am 5. Januar für mein Solostück mit dem wunderbaren Musiker Stefan Nölle. Lippenrot. Gustav hat mich heute ins Theater eingeladen. Also schnell zugreifen. Weil die Karten sind heiß begehrt. Es dürfen ja nicht mehr so viele ins Theater. Und dazu gibt's die Mütze? Dazu gibt's die Mütze. Von mir persönlich ausgehändigt.